Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge unserer Serie vom Wasserträger zum Tour de France-Sieger im Pro-Kapitän-Modus des Tour de France 2020-Spiel für die PlayStation 4. In der letzten Folge haben wir den Breeze Cup aber mal extrem erfolgreich abgeschlossen. Mit Ruben Guerrero die Gesamtwertung gewonnen, die Punktewertung in der Bergwertung Zweiter geworden und in der Teamwertung sogar einen guten fünften Platz belegt. Wir werden jetzt einige Rennen simulieren müssen, zu denen wir noch nicht eingeladen sind. Zum Beispiel das Kriterium du Dauphiné. Da muss man mindestens Platz 20 in der PC-Teamwertung erreicht haben. Es ist aber durchaus so, dass wir da nicht so schlecht stehen. Ich glaube, da könnte sogar ein Top-20-Platz drin sein. Aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das hatte ich vor der Saison eigentlich für kaum möglich gehalten. Aber jetzt ist es eben so gut gelaufen, dass es dann vielleicht doch möglich sein könnte. Wir schauen, wie das Kriterium du Dauphiné ausgeht. Also Thibaut Pinot gewinnt das Kriterium du Dauphiné, wo es doch am Anfang doch sehr danach aussah, als hätten wir hier einen furiosen Sieg von Jakob Fuglsang, der lange in Gelb war und auch die ersten zwei Etappen direkt für sich entscheiden konnte. Aber am Ende ist es Thibaut Pinot geworden. Wir gucken kurz, es gibt auch einen deutschen Etappensieg in einem Zeitfahren von Max Schachmann. Gucken wir in der Gesamtwertung, wo ist der beste Deutsche zu finden. Buchmann ist 25. geworden, Schachmann 28. Auf der letzten Etappe, auf der es möglich ist, nimmt Egan Bernal das eigentlich schon sicher geglaubte gelbe Trikot von Jakob Fuglsang ab und gewinnt die Tour de France. Bis dahin war es eine unglaubliche Tour de France, die Jakob Fuglsang da gefahren ist, mit 5 Etappensiegen. Aus deutscher Sicht immerhin 2 Etappensiege für Pascal Ackermann bei Sprintankünften, das ist erfreulich. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die detaillierteren Ergebnisse. Sofern das Spiel sich entschließt, sie mir zu zeigen. Jawohl, da haben wir es. Also, ja, Champs-Élysées gewinnt Dylan Groenewegen. Pascal Ackermann wird immerhin noch guter Sechster. So, Gesamtwertung. Da haben wir Egan Bernal 8 Sekunden vor Jakob Fuglsang. Und aus deutscher Sicht erfreulich. 8. Platz, Emu Buchmann. Gucken wir, wo der nächste Deutsche ist. Schachmann 41. Wenn die Bergwertung rein, da ist Fuglsang auch Zweiter geworden. Das ist eine richtig unglückliche Tour für ihn. Punktewertung hat Caleb Yoon gewonnen und Pascal Ackermann ist Vierter geworden. Nachwuchswertung hat natürlich Egan Bernal gewonnen. Das ist auch vollkommen klar, dass er das gewinnt. Und in der Teamwertung ist das Team Ineos wenig überraschend deutlicher Sieger. Und einmal mehr schafft es Jakob Fuglsang, 2 Etappen zu gewinnen und am Ende das gelbe Trikot nicht zu holen. Bob Jungels ist es, der unterm Atomium sich das gelbe Trikot überstreifen darf und damit die Eurotour gewinnt. Da gehen wir schnell durch, denn ich möchte jetzt endlich wieder mit unserem Team in den Rennkalender eingreifen, in der Open Tour. Fubana hat einen Formhöhepunkt, Richese, Cherel und Petit. Unser bisheriger Held Guerrero hat seine Formhöhepunkte ja schon verbraucht. Das heißt, da wird heute Cherel oder bei dieser Tour Cherel wahrscheinlich unser Anführer sein. Wir können mal kurz durchs Profil durchgehen. Also wir haben hier eine ziemlich klassische Sprint-Etappe, wo das gepunktete Trikot recht leicht zu erobern sein dürfte. Dann noch eine Sprint-Etappe, wo es aber so ein bisschen hügelig gegen Ende nochmal ist. Das heißt, vielleicht kann da ein guter Puncheur mal was rausfahren. Dann haben wir die erste richtig, richtig harte Bergetappe mit einem Berg der Ohr-Kategorie. Wir fahren also auf den Tourmalet hoch. Das wird richtig geil. Dann müssen wir gucken, ob wir da mithalten können. Dann haben wir eine weitere Bergetappe, das heißt, hier wird die Gesamtwertung entschieden. Und dann haben wir zum Abschluss nochmal eine Hügeletappe mit einer Bergankunft, wo es danach dann aber noch so ein klein bisschen flach weitergeht. Das heißt, da muss man eben nicht nur die Berge gut hochkommen, um die zu gewinnen, sondern am Ende auch noch einen guten Punch haben im Sprint. Also, das wollen wir natürlich auf jeden Fall erfolgreich bestreiten. Ich denke, wir werden mit Cherel auf die Gesamtwertung versuchen zu gehen, auch wenn der halt am Berg nur eine 75 hat. Aber das muss irgendwie reichen, jemand besseren haben wir nicht. Und wir werden versuchen mit Richese auf das grüne Trikot zu gehen. Das ist ein ziemlich ordentlicher Sprinter, wobei, ich gucke mal ganz kurz, Sprint 75, Antritt 74. Ah, Petit hat 74. Was hat der in Regeneration? Eine 63 und der in Regeneration eine 70. Nee, also es macht auf jeden Fall Sinn, mit Richese aufs grüne Trikot zu gehen. Der kommt auch ganz gut tatsächlich die Hügel hoch. Das heißt, eventuell kann der auch mal da, wo vielleicht schon der ein oder andere Sprinter ausgestiegen ist,
noch mit von der Partie sein. Und Fubana werden wir natürlich in eine Ausreißergruppe schicken. In dieser Folge, denke ich, werden wir die ersten zwei Etappen abfrühstücken und dann in den nächsten darauffolgenden zwei Folgen die Tour zu Ende bringen und auch die Saison beenden. Jetzt geht's erstmal rein, auf dass wir mit Fubana einmal mehr in einer Ausreißergruppe landen können. Also, wir sind gar nicht so dolle positioniert hier im Peloton. Da müssen wir uns erstmal ordentlich nach vorne drängeln und das wird schwierig genug, bevor hier die Ausreißer weg sind. Oh, jetzt heißt es hoffen, dass sie hier nicht gleich vom ersten Kilometer lang an losfahren. Na kommt, lasst uns durch. Konrad, mach Platz, du Nachtkapp. So, da gehen schon die ersten, da fahren schon die ersten los und ich werde hier natürlich komplett eingesperrt. Und ich muss hier hinterher, weil ich glaube, das Feld sitzt tatsächlich nicht nach, also die werden fahren gelassen. So, kommen wir da noch ran. Na, es sieht nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. 10, 11 Sekunden. Sanchez ist jetzt an unserem Hinterrad. Ja, die sollen mal schön Tempo hier für mich machen. So, wir sind noch 5 Kilometer vom Gipfel entfernt. Vielleicht kriegen wir es ja bis dahin noch halbwegs erholt, sonst fahren die uns hier im Bergsprint wieder davon. Cosnefroy. Oder Cosne. Oh, ich versuche es erst gar nicht richtig auszusprechen. Das sollen ruhig die machen, die Französisch-LK in der Schule hatten. So, kann der uns jetzt bitte hier wieder ranführen? 22 Sekunden Rückstand. Und hier haben wir eine kleine Abfahrt vor der Brust. Sehr schön. Zwei, sehe ich das richtig? Zwei Astana-Fahrer in der Ausreißergruppe. Naja, gut, spannend. So, geil, wir sind in der Ausreißergruppe. Und wir sind schon direkt am nächsten Berg. Das heißt, ich muss hier erst gar keinen Cut setzen. Und wenn wir das richtig anstellen, könnten wir tatsächlich eventuell sogar mal um Bergpunkte mitsprinten. Denn allzu hoch ist das Tempo hier gerade nicht. Unsere rote Energie ist erholt. Naja, mal schauen. Oh, die fangen früh an. Die fangen früh an. Was soll das denn? Boah, und da haben sie sofort ein paar Meter zwischen uns. Ich meine, immerhin können wir tatsächlich relativ weit lang mitgehen. Aber wie viel länger die sprinten können als wir, das ist wirklich brutal. Also schaut's euch an. Das ist halt, das ist ärgerlich. So, angreifen und als Ausreißer 10 Kilometer vor dem Feld fahren. Diesen Erfolg haben wir einmal mehr geholt. Das heißt, wir werden uns schon mal sicher einmal verbessern. Wir haben noch halbwegs gute blaue Energie. Unsere Gels wurden gerade aufgefüllt. Das heißt, eventuell sind wir sogar noch beim Zwischensprint dabei. Und sammeln auf jeden Fall fleißig Kilometer als Ausreißer. Das sollte doch heute eine richtig erfolgreiche Etappe für uns werden. Wir gehen auf den Zwischensprint zu. Wo natürlich immer so die leichte Hoffnung ist, dass wenn die hier jetzt schon ein bisschen am Pumpen sind, dass denen der Zwischensprint nicht so wichtig ist und wir ihn uns einfach nehmen können. Da sie aber gerade richtiges Tempo bolzen, die Ausreißer, kann ich mir natürlich schon gut vorstellen, dass hier der ein oder andere scharf ist auf dem Zwischensprint. Ab und zu alle Lichtjahre kommt es tatsächlich aber mal vor, dass sich keiner dafür so richtig interessiert und man den relativ einfach abstauben kann. Was natürlich eine super Sache wäre, aber ja, das ist jetzt gerade nicht so richtig möglich. Nichtsdestotrotz, oh, wir sind richtig weit vorne mit dabei. Kommen wir da noch vorbei? Bitte. Nein, oh, wir waren so nah dran. Mal einen Zwischensprint zu gewinnen. Ach, schade. Vierter sind wir geworden. Ja, der Optimist in mir sagt jetzt, immerhin waren wir nah dran. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass wir langsam, aber sicher konkurrenzfähig werden. Dann spule ich mal weiter vor bis zum nächsten Achievement, das wir holen oder bis wir halt vom Hauptfeld eingeholt werden. Ich würde natürlich gerne noch auf unseren Sprinter wechseln und den Zwischensprinter mitgehen, aber 200 Meter vor diesem Zwischensprint werde ich da nicht mehr entscheidend eingreifen können. Deswegen wird jetzt weiter vorgespult. Als Ausreißer allein oder in einer Gruppe mindestens 200 Kilometer vor dem Feld fahren, wir haben das nächste Achievement geholt. Und ich muss sagen, 48 Kilometer vor dem Ziel, 2 Minuten 13, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das ist aber wirklich unglaublich. Inzwischen sind wir in der Lage, mal als Ausreißer wirklich ziemlich lange vorm Feld zu fahren. Das war am Anfang in der ersten Folge noch überhaupt nicht denkbar. Da sind wir immer sofort zurückgefallen. Und jetzt
Jetzt ist das deutlich besser geworden. Wie schön. 48 Sekunden. Ja, jetzt sind wir halt so langsam platt. Freile setzt nochmal den Antritt. Wir hängen uns nochmal dran, aber jetzt sind wir, jetzt geht nichts mehr. Jetzt sind wir durch für heute. Also da können wir jetzt nicht mehr mitgehen. Auch wenn man wirklich sagen muss, die Ausreißergruppe scheint sich halten zu können. Aber jetzt wechseln wir auf unseren etatmäßigen Sprinter und versuchen, ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen, 8,6 Kilometer vor dem Ziel. Muss man wirklich sagen, Chapeau Fubanar, bestes Rennen bis hierhin. Jetzt gucken wir, ob das Feld die Ausreißer noch einholen kann. Die letzten 4 Kilometer sind angebrochen. Wir haben es geschafft, uns jetzt weit vorne im Sprintzug zu positionieren, direkt hinter Nasser Bohani und Daryl Impey. Wahlscheid, das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, wenn es hier jetzt um den Etappensieg geht. Gucken, was mit Richese gelingt. Bohani ist jetzt schon ziemlich früh alleine im Wind. Das kann nicht sein Plan sein. Barbier. Wir sind in einer exzellenten Position. 2 Kilometer noch. Nochmal den letzten Rest von blauem Gel. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Es könnte richtig eng werden. Mal gucken. Und jetzt, wir sind eigentlich in der perfekten Position, wenn wir da jetzt noch irgendwie rauskommen. Ja, tatsächlich, wir kommen da noch rausgefahren. Sind hier scheinbar am schnellsten aus dem Feld. Werden wir wahrscheinlich am besten weinen. Aber der Fubanar kommt tatsächlich noch. Und das ist das Erstaunliche. Vom restlichen Feld ins Ziel. Was für ein Rennen für uns. Historisches passiert. Fubanar, dadurch, dass er es tatsächlich noch eine Sekunde vom restlichen Feld ins Ziel schafft, darf sich das erste Trikot überstreifen. Er gewinnt die, oder beziehungsweise er gewinnt für diese Etappe das Trikot der Nachwuchswertung. Das ist ja großartig. Absolut großartig. Wow. Wow, wow, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich habe es auch so ein bisschen vergessen, dass das ja eine Option ist. Hier, 7. Fubanar, tatsächlich. Wie schön. Aber das heißt, auch in der Punktwertung dürften wir gar nicht so schlecht platziert sein. Platz 6, tatsächlich. Und in der Nachwuchswertung, da seht ihr es, Fubanar ganz oben. Das wird natürlich in der nächsten Etappe schon wieder hinfällig sein. Aber trotzdem, jetzt hat Fubanar auch mal seine ersten Pro-Cycling-Punkte gemacht. 6 Punkte hat er geholt fürs Team. Sehr schön, Richese immerhin 3. Und wir haben ein Spitzenreiter-Trikot erobert. Ich glaube es ja nicht. Fubanar mit 44,5 Regenerationspunkten. Das sind einfach natürlich die fetten Boni, die er da bekommt, dadurch, dass er das weiße Trikot erobert hat. Gibt jetzt auch nochmal plus 3. Im Sprint gibt es plus 1. Wegen des Ausreißversuches ist er erfolgreich. Im Antritt nochmal plus 1. Und Ausdauer plus 1. Aber ihr seht es, wir werden langsam zu einem richtig guten Puncheur. Also, man hat es jetzt auch gerade eben einmal mehr bei den Berg- und Sprintwertungen gesehen. Wir werden nicht mehr ganz so hart abgehängt. Wir werden besser. Wir werden tatsächlich ein Fahrer, mit dem man rechnen kann bei Sprint- und Bergwertungen. Und natürlich heute versuchen, noch in dieser Folge das zu wiederholen, diesen Erfolg aus der ersten Etappe. Ich fürchte fast, wir werden jetzt mit einem weißen Trikot, wird man uns nicht in die Ausreißergruppe fahren lassen. Oh, da sehen wir das weiße Trikot auf unseren Schultern. Auf den Schultern des Fubanars. Ach, sieht das schön aus. Das weiße Trikot ist ja generell ein sehr, sehr schickes Teil. Und wie gut das auf unseren Schultern aussieht. Wunderbar. Und ich habe es jetzt gerade nochmal überlegt. Eigentlich möchte ich schon in eine Ausreißergruppe gehen. Gerade jetzt mit den Upgrades nochmal. Also eigentlich möchte ich es mir nicht entgehen lassen. Vor allem, weil wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt wirklich lange in der Ausreißergruppe waren auf der ersten Etappe, haben wir ja wirklich Chancen, den Titel des kämpferischsten Fahrers der gesamten Tour zu gewinnen. Und dementsprechend, ja, werden wir es halt versuchen. Freile geht natürlich wieder in die Ausreißergruppe. Und wir kommen tatsächlich sofort ganz gut hinterher und können uns sofort in seinen Windschatten hängen. Lässt uns das Feld fahren, ne? Sieht tatsächlich so aus. Also noch leistet niemand Nachführarbeit. Freile, komm, jetzt hör langsam mal auf zu sprinten. Sehr gut, sehr gut. So, wird da hinten jetzt Tempo gemacht? Ne, es sieht nicht danach aus. Wir können hinter Freile herfahren. Weinans ist da noch dabei. Also es sieht so aus, als wären wir einmal mehr erfolgreich in der Ausreißergruppe.
Und im Optimalfall spule ich jetzt schnell vor bis zur Kategorie 4 Bergwertung. Und wenn alles gut läuft, ist bis dahin nichts passiert. Drück die Daumen. Und keiner hilft mir. Sehe ich das richtig? Ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann lasse ich mich jetzt zurückfallen ins Hauptfeld. Schau, dass ich mir jemanden suche, der mich bewacht. Bennett, du beschützt den Fubanar. Und wir wechseln auf Richese, denn der nächste Zwischensprint, der soll unserer sein. Bis gleich. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Also die letzten 2 Kilometer vorm Zwischensprint. Direkt im Anschluss haben wir eine Kategorie 4er Bergwertung. Die interessiert uns natürlich nicht. Wir wollen hier nur im Zwischensprint ein möglichst gutes Ergebnis einfahren. Kommen jetzt auf den letzten Kilometer. Jetzt können wir langsam mal lossprinten. Gucken. So richtig zieht hier keiner das Tempo an. Ja, dann versuchen wir es halt. Bonifatius und Barbier. Mal gucken, wer der Endschnellste ist. Den Ausreißer da vorne holen wir sogar noch ein... Boah, war das knapp. Und wir sind knapp hinter Bonifacio, aber noch vor Barbier ins Ziel gekommen. Also die letzten 2 Kilometer vorm Zwischensprint. Direkt im Anschluss haben wir eine Kategorie 4er Bergwertung. Die interessiert uns natürlich nicht. Wir wollen hier nur im Zwischensprint ein möglichst gutes Ergebnis einfahren. Kommen jetzt auf den letzten Kilometer. Jetzt können wir langsam mal lossprinten. Gucken. So richtig zieht hier keiner das Tempo an. Ja, dann versuchen wir es halt. Bonifatius und Barbier, mal gucken, wer der Endschnellste ist. Den Ausreißer da vorne holen wir sogar noch ein... Boah, war das knapp. Und wir sind knapp hinter Bonifacio, aber noch vor Barbier ins Ziel gekommen. Ich hoffe, dass... Ich weiß nicht, ob man das Flackern gerade eben wieder in der Aufnahme gesehen hat. Das scheint wieder irgendein eigenartiger Bug des Spiels zu sein. So, 5,3, noch 5,2 Kilometer... Und die Ausreißer sind gleich gefangen. Degenkolb kommt jetzt nach vorne. Kurt Nielsen. Also das Who is Who des Massensprintes. Auf dem Niveau, auf dem wir jetzt halt fahren, sozusagen. Auch Bora Hans Krohe ist da vorne jetzt vertreten. Ein hübsches Panorama. Wir gucken nach rechts. Schauen auf den lustigen Bikepark, den es hier scheinbar zu sehen gibt. Und gehen in die letzten 3 Kilometer. Mit dem frommen Wunsch, dass Richese hier diese Etappe gewinnen möge und wir weiter Punkte sammeln können. Oh, jetzt sprinten wir uns hier gerade so ein bisschen davon. Da haben wir nicht so richtig aufgepasst in dieser Kurve. Müssen wir viel Energie ausgeben. Ja, aber wir haben jetzt zum Glück noch das rote Gel. So, jetzt geht es auf den letzten Kilometer. Jetzt gilt es. Noch eine kleine Bodenwelle davor.
So, jetzt müssen wir richtig Tempo geben. Wir sind auf jeden Fall in den Top 5 und. Wir werden Zweiter. Sehr schön. Ich glaube, das ist, ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein richtig gutes Ergebnis. Fubana hat es leider nicht geschafft, sein weißes Trikot zu verteidigen. Trotzdem erfreulich bis hierhin, wie die Tour läuft. Also, John Degenkolb gewinnt dieses Rennen. Wir sind Zweiter geworden. Bauhaus wird Sechster und Walscheid Neunter. Drei Deutsche unter den Top 10 plus den Etappensieger. Aber viel wichtiger ist jetzt natürlich auf die Punktwertung zu gucken. Wie schaut es da aus? Da sind wir auf Rang 4 mit Richese, 50 Punkte. 26 Punkte Rückstand auf Senechat. Sollte möglich sein, den da noch einzuholen. Das gefällt mir sehr gut. Fubana ist in den Top 10 bei der Punktewertung. 25 Punkte. Lustig. Und in der Pro Cycling Einzelwertung holt Richese damit weitere Punkte. Für unser Team Sarias. Und da NTT nur 2 Punkte bis hierhin geholt hat in dieser Tour, vergrößern wir damit also unseren Abstand auf den 23. Rang. Und Petit ist aus der Karenzzeit gefallen. Der ist aus irgendeinem Grund auf einmal während des Rennens einfach zurückgefallen. Keine Ahnung warum. Aber wir müssen es akzeptieren. Unser Fahrer verbessert sich nochmal um 2 Punkte. Und zwar wo? In der Abfahrt gibt es nochmal plus 1. Und in der Regeneration gibt es nochmal plus 1. So langsam verbessert sich unser Fahrer. 66,4 ist jetzt sein Gesamtwert. Und ja, dass diese ganzen Verbesserungen würde auf jeden Fall bitter nötig haben. Denn ihr seht es in der nächsten Folge, ist die Königsetappe dieser Tour, wo es über den Col du Tourmalet drüber geht. Und die Verpflegungszone ist auch erst nach dem Tourmalet. Das heißt, es wird richtig hart. Und ja, den Sprint davor wollen wir natürlich noch mit Richese gewinnen. Dann müssen wir gucken, wie unser Mann für die Gesamtwertung da abschneiden wird. In dieser Etappe. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, haut rein.